So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Always Sometimes Monsters. Wir schauen uns hier mal die Gegend ein bisschen an, noch. Ach, das sind die. Bim, 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 bum, bum, bum. So, was denn da eigentlich? Rooming House. Okay, was gibt's da? Das müssen mindestens 6 Pizzaboxen sein. Mann, ich könnte wirklich ein Stück gebrauchen. So. Wer bewahrt sein? Okay. Es gibt auf jeden Fall eine Menge leerer Boxen in der Stadt. Sieht so aus, als ob jemand eine Party gehabt hätte. So. Tür ist abgeschlossen. Hier gibt's nichts. Und ich habe hier nichts zu tun. Na gut. Wir schauen uns einfach mal noch ein bisschen in Dubstown um. So, diesen Hund will ich eigentlich nicht. Krusty Kreme will ich gerade eigentlich auch nicht. Wir rennen mal hier hoch. Oh, Golden Arcade, da könnten wir eigentlich auch mal reingehen. Ey, checkst du mich aus? Ich weiß, dass du es tust. Ja, ist sehr gut. Okay. Also irgendwelche Zocker, keine Ahnung, was hier so los ist. Ich kann ja mal mit dem Typ da oben quatschen. Willkommen in Golden City Arcade. Ich weiß auch nicht, was ich hier tun muss. Ganz ehrlich. Was ist das hier? Nö, lass mal. Okay, und was ist das hier? Es. Hier steht, dass Scrappy Dog gebannt wurde, bis mehr erzählt wird. Ich schätze, schlechte Reviews machen wirklich einen Unterschied. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt so machen kann. Dieses Spiel wird genannt, heißt Cold Time, Cold Line Toronto. Sieht so aus, als ob es einen Buck kostet, also einen Dollar kostet, um es zu spielen. Vielleicht später. Was ist das hier für ein Spiel? Mega Rasmus. Vielleicht später. Okay. Kriminalitätsbekämpfer. Vielleicht später. Okay. Boah, ich habe immer noch keinen Plan, was ich tun soll. Also ich habe irgendwas gelesen. Barkley 2, Revenge of Cuchulain. Kenne ich nicht. So, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll, aber
Am besten nicht stören. Diese Kampfspiele sind ernsthafte Sache. So. Was zum Geier, ey? Wie geht's? Was spielst du? Ja, keine große Sache. Doofes Spiel überhaupt. Der einzige Grund, warum ich es spiele, ist, weil der der Topscore des Tages kriegt einen freien Pass zum Swagfest. Das Problem ist bloß, dass die Maschine schon einen ziemlichen Highscore hat, den einfach keiner knacken kann. Wer auch immer diesen zurückgelassen hat, der ist eine gottverdammte Legende. Swagfest? Ja, keine Ahnung, mit diesem Super Bro-Gelaber kenne ich mich nicht aus. Wenn irgendwas hypig ist, dann ist es dort, Bling, Rings und so weiter. Das Tollste ist, sie haben frei kostenloses Zeug und zwar so ziemlich überall. Irgendjemand schmeißt einfach nur Zeug auf dich, den ganzen Tag. Das meiste davon ist natürlich Müll, aber du musst halt den Preis lieben. Ganz besonders, wenn es tatsächlich auch noch irgendwelche Vollidioten im Internet gibt, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Und gottverdammt, ich habe einfach für einen wirklich doofen Anstecker $10 gekriegt letzte Woche. Und zwar von diesem Typ da hinten bei dieser Greifmaschine. Er ist so schlecht in diesen Spielen, dass er einfach für das Zeug zahlt und so tut, als ob er es könnte. Aber 10 Knochen sind halt gar nichts und ich bin schon fast pleite. Ich bin so reich. Ah, Quatsch, der hat 10 Spiele gespielt und er ist durch, so war das. Ich bin so reich, ich lass dich für frei spielen. Es sei denn, du hast Angst. Hübsches Mädel. Die Hauptpunktzahl ist 150. Oh Gott, kann ich irgendwie speichern jetzt noch? Naja gut, wir haben ja eigentlich gespeichert. Okay, ich muss die Leute überfahren. Und ich habe Zeit. Okay, 105. Vermeide die Katzen. Okay, ich habe eigentlich schon mehr als 100.
Okay. Nicht die Hunde töten. Na komm schon. Oh Mann. Was ist denn das für ein krankes Spiel eigentlich? Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall schon mehr als 150 Punkte. Was ja total ballerballer ist, das Spiel eigentlich. Nicht die Frösche töten, okay. Puh. Autsch, autsch, autsch. Aber ich habe doch eigentlich schon eine Menge Punkte, oder? Muss ich eigentlich da komplett durch die Level durch, oder? Reicht es, wenn ich Level 5 Katzen vermeiden? Wieder mal. Ich darf auch nicht stehen bleiben. Die laufen dann voll in mich rein, übrigens. Okay. Schnauze. So, wo ist der Rest? Okay, das sind nur noch Katzen. Das ist echt ein komisches Spiel, sorry. ...500 Punkte. Ich bin durch. Nö, bin ich nicht. Nicht die Hunde töten. Wow. Nee, 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 nee. Oh, und jetzt von den Hunden weg. Was ist denn das für ein komisches Spiel eigentlich? Das ist echt extrem seltsames Spiel, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ja, wir wissen es ja jetzt. Nicht die Frösche töten. Kann ich da irgendwann noch mal mit aufhören? So, okay, jetzt sind die Frösche noch irgendwo und die wollen sich von mir umbringen lassen, deswegen fahre ich am besten schnell weg. Ja, wunderbar. Mann, das ist echt ein skurriles Spiel. Ich dachte, Frösche töten zieht einfach Punkte ab oder sowas. Na gut. Boah, shit. Da habe ich jetzt Katzen voll erwischt. Hier. Fluffig. Torf. Na komm schon. Sag mal, was rattet denn das so lahmarschig gerade? Na komm. Fluffing Torf und Fluffing. Hey. Hey. Okay.